zum ersten Mal in der Geschichte von Femme Fatale. Die WXW Women's Championship wird verteidigt in einem Three-Way Dance. Die verteidigende Championess Baby Allison setzte sich in den letzten Monaten gegen jede Herausforderin durch. Und sie ist einem Three-Way-Dance nicht fremd. Hat sie doch unter genau diesen Umständen den Titel überhaupt erst gewinnen können? Doch dies könnte ihre größte Herausforderung bisher sein. Die erste Herausforderin ist Calypso. Diese beiden kennen sich gut. Die Frau mit den drei Gesichtern hat bereits einen Countout-Sieg und einen Pinfall-Sieg über die aktuelle Championess erringen können. Und ihre zweite Herausforderin ist kein Stück weniger beeindruckend. Bonjour, WXW. Do you remember me? Of course you remember me. I am the longest reigning WXW Women's Champion of all time. For 847 days, I had the most dominant championship reign in WXW history. And finally, I get the chance to get my championship back. A championship I never lost. On October 1st, at Femme Fatale, the French Hope regained her throne. Welche dieser drei Frauen wird siegreich hervorgehen, wenn sie aufeinandertreffen um die WXW Women's Championship? Kann die selbstsichere junge Calypso sich den Hattrick über Baby Allison sichern? Wird Amal einfach da weitermachen, wo sie aufgehört hat? Oder besitzt Baby Allison, was es braucht, um ihren Titel erfolgreich angesichts beispielloser Chancen zu verteidigen?